Es ist kein guter Dienst an der politischen Kultur. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Heinz Fischer zu den Ereignissen rund um den Korruptions-U-Ausschuss Stellung genommen. Eines hat die Posse im Parlament aber gezeigt: die politische Protestkultur im Internet ist wieder erwacht. Via Twitter und Facebook wurde innerhalb weniger Stunden ein Flashmob organisiert. Im Internet haben sich etwa 1000 dem Protest angeschlossen. Vor das Parlament sind dann mehrere hundert gekommen. Ist der Protest im Netz die Zukunft des politischen Widerstands in Österreich? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst Nicole Kampel und ein Überblick über die Protestkultur im Web. Weniger Aufwand, große Wirkung. In wenigen Stunden war der Protest organisiert. Ein Flashmob. Der muss im Gegensatz zur Demo nicht offiziell angemeldet werden. Mobilisiert wird über Facebook oder Twitter. Gestern von ein paar Personen und dem Schneeballprinzip. Dann kommt es natürlich darauf an, dass man das so aufbereitet, dass die Leute das Gefühl haben, okay, da will ich dabei sein, da muss ich hin, ich will hier ein Zeichen des Protests äußern. Und das ist bei dieser Aktion aus meiner Sicht großartig gelungen. Es war definitiv eine spontane Aktion, was sich gezeigt hat, dass Menschen auch irrsinnig spontan reagieren können und der Politik auf die Finger schauen. Der Aufwand war früher um einiges größer. Das Licht am Jahr 1993 wurde von großen Verbänden gestützt, mit viel Arbeit und ohne Internet. Das kam ab 2000 zum Zug. Fast täglich wurde gegen Schwarz-Blau demonstriert, organisiert via Internet, Mail und SMS. Dazu hat sich auch Aktionismus von einst ins Netz verlagert. Social Media ist das Werkzeug, das verwendet wird für immer mehr Menschen, um sich einerseits zu artikulieren, aber auch zu organisieren. Audimax-Besetzung, ACTA-Proteste. Quasi jeder kann als Veranstalter agieren. Vor 3 Jahren organisierten 2 Studentinnen eine Lichterkette um das Parlament. 11.000 Unterstützungen sammelten sie in 3 Wochen auf Facebook. Gekommen ist dann ein Viertel. Man muss sagen, dass es natürlich viel leichter ist, im Internet auf Gefällt mir zu drücken und eine Meldung zu teilen, als sich doch dann tatsächlich zu duschen anzuziehen und auf die Straße zu gehen, im besten Fall. Gestern haben wir Facebook 1000 Menschen zugesagt. Knapp die Hälfte hat es auch zum Parlament geschafft. Und schon am 13. Oktober soll es dann den nächsten Protest geben.